Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Monster. Eternity, der zweiten Staffel. So, was will ich alles machen jetzt? Ja, das ist die Teufelin von Karok. Das ist der Drache. Das ist das mit der Ladung, also mit dem Zwef. Das ist Manea. Das ist der Schnaps und das ist alles außerhalb Whitemarch. Kopfgelder sind außerhalb. Ah ja, das war das mit Ista. Wo war Ista nochmal? Muss ich gerade überlegen, wo war Ista? Wobei, bevor ich irgendwas noch abgebe, hole ich mir erstmal die Teufelin. Also darf Kanna jetzt mal eine Weile in Ketnur Sachen vorsingen. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Du willst dir die Hände wärmen, Jack? Was kann ich für dich tun? Seine Seele lesen. Du siehst einen Raum dunkel und modrig, ein Keller scheint eher zum Gasthaus zu gehören als zu einer alten Festung. Durch Hedwigs Augen bewunderst du Reihen von glänzenden Flaschen, vor kurzem erst den Stoppel poliert. Als du von den Regalen zurücktrittst, blickst du zufrieden auf eine Druckplatte, die im Steinboden You verborgen all ist. right? I won't serve you if you're already drunk, you know. Geht es dir gut? Ich bediene dich nicht, wenn du schon betrunken bist. Er blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Ich hätte gerne Top ein quality Zimmer. bear pelts on every bed. You won't be disappointed. Beste Bärenfelle auf allen Betten. Du wirst nicht enttäuscht sein. Erst einmal. Kana? Safe travels. Danke. Und dann rasten. So. Mit was ist sie denn ausgerüstet? Mit einem Speer. Ich habe so vieles Zeug. So, geben wir das erstmal in ihr. Ausrüstung. Und jetzt Level Up machen. Ja. Erstmal wie immer Athletik und Überleben. Dolch im Rücken. Erhöht den Schaden, der aus Heimlichkeit und Unsichtbarkeit verursacht wird, dramatisch. Der Dieb kann im Nahkampf oder Fernkampf einsetzen, darf sich aber nicht weiter als 2 Meter vom Ziel entfernt befinden.
Nehmen wir das trotzdem mal. Oder nee, warten wir mal ab, was wir noch kriegen. So. Abenteurer, Ritter braucht wir nicht. Edelmann. Ja, am ehesten Bauer. So, jetzt geben wir ihr mal ein bisschen Heimlichkeit. Verkrüppelnder Schlag. Der Schütze kann attackieren, die Fähigkeit seines Feindes sich zu bewegen, wodurch der Feind weiteren Schaden zufügt und jeden erfolgreichen Treffer des Feindes behindert. Könnten wir nehmen. Rücksichtsloser Angriff. Führt dazu, dass sich der Schurke oder Zögern in den Kampf stürzt, wodurch seine Abwehr verringert, seine Genauigkeit und sein Waffenschaden jedoch erhöht wird. Das wäre Nahkampf. Flucht. Oder schmutziges Kämpfen. Schmutziges Kämpfen klingt gut. Jeweils ein Punkt hier. Teuflischer Kampf. Verbessert die Fähigkeit des Schurken zu verschlagenen Manöver, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die Treffer des Schurkens bei einem schmutzigen Kampf zu kritischen Treffern werden. Schatten des Jenseits. Zweimal pro Ruhephase. Unsichtbar immun gegen Angriffsbindung und angreifbare Bindung aufheben. Nehmen wir erstmal teuflischer Kampf. So. Ein Punkt in Überleben. Gegenschlag. Der Schurke sucht nach einer Möglichkeit zu einem Gegenangriff. Bei eingehenden Nahkampftreffer, die auf Abwehr oder und Fehlschlag oder leichte Treffer gerichtet sind, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass ein sofortiger Gegenschlag möglich ist. Nur aktive Nahkampfwaffen ausgerüstet sind. Tiefe Wunden. Oh, mit der Zeit direkt Schaden. Das nehmen wir. So, dann einen Punkt hier rein. Also ja, ich will sie eigentlich auf Fernkampf trimmen. Auch wenn Schurken meistens in Pillars of Eternity bessere Nahkämpfer sind, das weiß ich schon. Aber noch ein Nahkämpfer, vor allem einer, der schnell sterben kann. Koordinierte Positionierung. Der Schurke wechselt in einer schnellen Bewegung die Position mit dem Ziel innerhalb von einem Meter, wodurch hier die Kampf aufgelöst wird. Dauer auf der Anlenkung. Immer wieder liebt hat zum Beitritt, das Ziel unter der Wirkung flankiert steht, wird das Opfer zusätzlich auch abgelenkt. Todesstoß. Je weniger Ausdauer das Ziel hat, desto mehr Schaden richtet es an. Voller Angriff. Rücksichtsloser Angriff. Verkrüppelnder Schlag. Zweimal pro Begegnung. Nehmen wir mal verkrüppelnder Schlag. Ein Punkt in Athletik. Nehmen wir mal überlegene Abwehr erstmal. So. Ein Punkt hier rein. Ja, verdichtender Schlag klingt auch nicht schlecht.
Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Heimlichkeit. Durchdringender Schuss. Ja, nehmen wir das. Gehen wir einen Punkt hier. Furchterregender Schlag. Einmal pro Ruhephase. Geschicktes Ausweichen ist passiv. Oh ja, nehmen wir geschicktes Ausweichen. Wobei Heimlichkeit haben wir jetzt erstmal genug. Und dann nehmen wir Schatten im Jenseits, dass sie sich unsichtbar machen kann. Schattenschritt, einmal pro Begegnung. Oh ja. Das war 20% Fernkampfschaden, das ist nicht schlecht. Was bitten wir noch? Ja, unterbrechen die Hiebe ist auch noch nicht schlecht. So. Damit ist sie jetzt aufgelevelt. Hätte gerne eine von denen. Gott, ist das langsam, das Umblättern. Dann kriegt sie den Masuk-Jagdbogen. Ist die Frage, können wir üben? Ne, wir können hier keine Rüstung. Sie trägt schon eine. Wir können die höchstens verbessern. Gucken wir mal, was haben wir hier, was wir ihr geben könnten. Bonus Fernkampfschaden, das klingt schon mal nicht schlecht. Reflexbonus. Heimlichkeit und Wahrnehmung sind auch nicht schlecht. Geben wir mal die Handschuhe und ringmäßig. Das brauchen wir nicht unbedingt. Hätten wir nicht noch einen guten Speer, dann müssen wir jetzt nur einen finden. Also einen außergewöhnlichen Speer oder sowas. Nächste Seite, sind da Speere? Ja, hier wären Speere. So. Umhang können wir geben. Schuhe. Okay, mit der Kutte sieht sie interessant aus, aber trotzdem so. Aha.
Machen wir mal durchdrehende Schuss an. I'm here. Gut. Dann gucken wir mal, was wir mit ihr hier machen können. I'm here. You look like you've been in the wilds. You see my wagon out there?